Hallo und willkommen bei Hearthstone. Jo, ich habe ein Arena-Deck zusammengestellt und zwar mit dem Priester. Ich habe jetzt genug Gold gehabt und habe das schon außerhalb der Aufnahme einfach mal gemacht. Mir ein Deck zusammengestellt mit Hearth Arena, mit diesem Tool, beziehungsweise mit dieser Seite. Ganz toll und sieht auch sehr gut aus hier in der Mana-Kurve. Sehr ausgeglichen, nur im Endgame, da hapert es ein bisschen. Ich habe keinen 7er Minion. Habe auch nur eigentlich 2 6er. Wovon der Reckless Rocketeer eigentlich, naja. Der ist eigentlich nur dazu da, um einen starken Minion zu removen. Eigentlich. So wirklich zum dastehen lassen, auf dem Board stehen lassen, ist er nicht geeignet. Mit seinen 2 HP. Temple Enforcer, eine der besten Karten für den Priester. Ja, hab 2 Board Clearer sozusagen, die Holy Nova, zweimal. Hatte ich Glück, dass ich die zweimal bekommen habe. Habe dann noch Shadow Word Death, um 2 richtig dicke Minions rauszunehmen aus dem Spiel. 2 Northshire Clerics, damit ich schön Karten ziehe. Hoffentlich. Direkt am Anfang, das wäre gut. Valen's Chosen habe ich, ist auch eine super, super Karte, um meinen Minion richtig aufzupumpen. Habe dann noch den ein oder anderen mit Divine Shield, den Skald Crusader oder hier Argent Squire. Habe dann noch Power Word Shield, Holy Smite, also das sieht doch sehr vernünftig aus und jetzt fange ich doch dann auch direkt mal an mit meinem Priest, der Priest. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Mal, seit der letzten Aufnahme, circa eine Woche. Und ich habe mich schlau gemacht in der Zeit, habe immer wieder schön geguckt und auch mal Casual-Spiele gemacht oder auch mal ein Ranked-Spiel, um auch jetzt das Gold zu farmen, sozusagen, für die Arena, für die Königsklasse, den nehme ich raus. Northshire Cleric und Abusive Sergeant sind schon mal sehr gute Karten. Cultmaster, naja, ein 4er Drop, nicht so gut für den Anfang. Aber ist schon ganz machbar eigentlich. So, ich fange an. Oh, super. 2 Northshire. Also spiele ich direkt einmal aus. Ich hoffe. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sieht auch gut aus. Dann spiele ich mal. Ah, soll ich den jetzt spielen und dann spiele ich nicht on Curve. Das macht aber nichts. Ich spiele den Abusive Sergeant. Sieht gut aus. 2 Northshire Clerics. Da muss einer verletzt werden, dann heile ich denjenigen und dann bekomme ich schon 2 Karten. Na, Coin. 3 Mana, was macht er? Was macht er? Okay. Das ist jetzt nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Nein, nein, nein. Gehe ich auf ihn. Teile mich direkt mal hoch. Holy Nova und Holy Smite. Ganz großartig. Spiele ich dann jetzt Holy Smite aus, um ihn dann zu killen, noch mit meinem Northshire Cleric, um ihn dann nächste Runde heilen zu können. Ja, das geht. Gut, da kann ich nächste Runde eventuell den Shadowboxer ausspielen. Und dann nochmal Lesser Heal. Eventuell, um dann meinen Northshire Cleric zu heilen. Außer er hat jetzt irgendeinen Charge Minion oder ein Removal. Was ich nicht hoffe. Okay. Nein, 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 nein. Ah, fucker. Okay. Was
Was mache ich denn jetzt da? Ja, dann spiele ich meinen Shadowboxer aus Halcyon nochmal. Ah, sehr gut. So. Wenn ich jetzt immer jemanden heile, dann verteilt er einen Schaden random auf irgendeinen Charakter. Das sieht gut aus, ich habe 5 Karten, er hat 6 Karten, habe aber hier einen Bordvorteil. Oh, okay, okay. Der Twilight Drake. Kann ich da was machen? Nein, kann ich nicht. Das ist doof. Spiele ich einen Kaltmaster? Kaltmaster. Noch ein Squire. Ja. Ich denke, er wird jetzt erst einen Northshire Cleric rausnehmen, damit ich nicht mehr die ganzen Karten ziehe. Hat sich aber schon gelohnt. Muss ich schon sagen. Hat sich sehr gelohnt. Auf den Shadowboxer oder wie? Okay, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ja, that was a mistake, keine Ahnung. Oh, da habe ich auch geglaubt. Jetzt muss ich kurz mal nachdenken. Kurz nachdenken. Ah, okay, er hat jetzt 6. Gut, gut. Okay, dann. Nein, ach, fuck, das geht nicht. Mach das. Aha, das war jetzt blöd. Nee, das war doch nicht so ganz blöd. Mach das. Weil jetzt hat er wieder 6. Allerdings nehme ich den jetzt einfach aus dem Spiel raus. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich hoffe jetzt nicht, dass er den Northshire Cleric rausnimmt. Ich hätte den Tempel in Vorsau spielen können, allerdings wäre das dann, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen zu verschwendet für sie. Ja. Bin weg. Das ist der perfekte Zeitpunkt für The Holy Fucking Nova, denke ich. Ich muss nochmal nachrechnen. Ja, ja. Das Ding raus. Ach nein, fuck. Ah, okay, ich mach's so rum. Okay. Zack. Gut, 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 gut. Jetzt ist der Drache raus. Der Drache ist raus. Die Sau. Ich habe immer noch einen Kartenvorteil. 2 auf dem Board. Das hat mir ziemlich viel gebracht, meine 2 Northshire Clerics. Okay. Das ich könnte jetzt drauf spekulieren. Ich hoffe, dass er
Den will ich weghaben, auf jeden Fall. Na, ich mach das so, ja. Mach ich so. Ich noch 5 Mana, da könnte ich dann den Emperor. Den hier wegnehmen. So. Wenn er jetzt einen starken Minion hat, kann ich mit der Cobra wegmachen. Ah, die Sau. Okay, gut. Das war nicht so wie geplant jetzt. Mache ich das so, hat er 5 Leben. Hat er 7 Leben, da überlebt er eine Runde, das wäre Schwachsinn. Spiele ich ihn? Gib ein Power Word Shield und noch sie. Wird nichts bringen. Fuck. Der gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Der gefällt mir gar nicht so gut. Mach es aber trotzdem jetzt mal so. Vielleicht kriege ich eine coole Karte, Holy Nova. Bringt mir jetzt nichts. Ich gebe mal Thorn. Mach den Zombie Chao weg. Vielleicht überlebt er mein Lightspawn. Ich hoffe nicht, dass er Hex hat. Ja, sonst hätte er es jetzt schon genommen. Ach, ja, er war nur Pflanze, die Sau. Fellreaver, so kann ich die Karten jetzt wegnehmen. Ah, fuck, warum hat er das gemacht? Wieso tat er das? 1-6 hätte ich dann mit ihm hier, das wäre Verschwendung. Stormwind Knight könnte ich spielen, dann hätte er. Ja, es muss sein. Ich lasse mir erstmal bluten. Und nur 14 Karten. Ich habe nur noch eine Karte, das ist nicht so gut. Nicht ganz so gut. Aber nächste Runde vielleicht Holy Nova. Das macht total Scheiße, hab ich dann dran gedacht. Fuck, fuck, fuck. Natürlich müssen die 3 Leben haben. Shadow Word Death. Das mache ich aber erst gleich. Ich lasse ihn erst nochmal Karten ziehen. Weglegen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Holy Denova. Holy Nova first, oder was? Weg damit, weg damit. Jetzt überlege ich eben. Ob ich nochmal ihn am Leben lassen soll. Jo, mach ich mal. Shadow of Death kann ich ja dann nächste Runde nochmal spielen, wenn ich dann vielleicht noch eine coole Karte habe und er dann noch 3 weitere Karten wegschmeißt.
wegschmeißt. Kommt der Acolyte of Pain. Was macht der jetzt? Oh fuck. Scheiße. Jetzt geht das zu ihm. Fuck. Okay. Windfury. Das sieht jetzt problematisch aus. Ja, du bist fast out of cards. Ah, dieses scheiß Totem, das Totem. Das ist jetzt eigentlich Jacke wie Macchiato. Wenn ich den jetzt kille, der kann zweimal angreifen mit diesem beschissenen Totem. Geht er zweimal aufs Face. Und wenn ich ihn zerstöre, dann hat er 10 und geht dann aufs und bekommt dann auch 10 und kann nur einmal angreifen. Das heißt, sie machen beide 10 Schaden, aber der Vorteil da bei ihm ist, dass er eben noch die Karten wegwirft. Aber das ist scheißegal, der hat nur 2 Leben, er hat 6 Leben. Nee. Gib mir noch Leben. Muss ich nur länger überleben. Das Sack. Oh nein, das gibt's nicht. Fuck. Ja, das war's. Das war's für mich. Moment. You have bested. Ja. Gut. Ich hätte spielen können, was ich will. In der letzten Runde, es hätte mir nichts gebracht. Schade. Schade, schade. Aber nächste Runde läuft hoffentlich besser. Und dann, bis dann. Und ciao.